Willkommen zum Video. Gerade in letzter Zeit ist das Thema Geld verdienen mit Apps wirklich durch die Decke gegangen. Deswegen gibt es in diesem Video mal sechs neue Apps zum Geld verdienen. Also Apps, die noch wirklich sehr unbekannt sind. Diese Apps haben bisher in Deutschland kaum Downloads. Und ja, diese Apps möchte ich euch heute mal in diesem Video vorstellen. Mein Name ist Leon Kramer und auf meinem Kanal bekommt ihr immer die neuesten Methoden zum Online-Geld verdienen. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer alle neuesten Videos direkt aufs Handy oder auf dem PC. Und ja, heute gibt es mal sechs neue Apps zum Geld verdienen. So Leute, bevor das Video startet, schaut unbedingt nochmal bei Instagram vorbei, Leon Kramer unterstrich. Und ja, hier gibt es nämlich noch ein Gewinnspiel. Der Gewinner wird heute um 15 Uhr ausgelost. Also wenn ihr da noch die Chance haben wollt und mitmachen wollt, könnt ihr hier einfach noch einfach bei Instagram folgen. Da habt ihr die Chance auf einen 10 € PayPal-Gutschein bzw. auf 10 € PayPal-Guthaben. Ich schicke das Ganze dem Gewinner dann zu. Und wenn ihr das Video hier zu einem späteren Zeitpunkt sehen solltet, könnt ihr trotzdem folgen, weil es wird sich trotzdem lohnen, weil hier werden in Zukunft auch noch weitere coole Aktionen und Gewinnspiele kommen. Außerdem könnt ihr mir hier immer bei Instagram direkt am besten schreiben. Dort antworte ich eher nochmal schneller als hier in den YouTube-Kommentaren, weil natürlich auch ich nicht immer jeden Kommentar direkt sehe. So, und zwar die erste neue App, die wir jetzt hier in diesem Video haben, ist die App Rewardee Money Paid Surveys, Your Cash Reward App. Und ja, die App ist vergleichbar mit der App Etherpoll, die ich jetzt auch schon sehr oft hier in den Videos mal vorgestellt hatte. Übrigens, falls ihr Etherpoll noch nicht habt, könnt ihr euch die App in der Videobeschreibung downloaden. Das ist eine App, mit der ich mittlerweile schon über 500 € verdient habe. Aber jetzt geht es hier erstmal um diese App. Und zwar, diese App ist eher natürlich noch recht unbekannt, hat gerade mal 10.000 Downloads. Also wenn ihr hier die App habt, seid ihr wirklich einer der ersten, die die App benutzen. Und ja, hier muss man wieder, wie auch bei anderen Umfrage-Apps, ja, Fragen beantworten und so weiter und so fort und wird dafür bezahlt. Bekommt hier wieder PayPal-Guthaben und kann sich das Ganze dann aufs Konto auszahlen lassen. Und übrigens, ihr könnt auch hier mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon eine von diesen Apps hier in diesem Video habt. Ich denke mal, die wenigsten werden hier schon einige von den Apps haben, weil die Apps ja alle neu sind. Und ja, dann schreibt mir auch gerne rein, über welche App jetzt noch mehr Videos kommen sollen, falls euch da eine App von diesen Apps hier in dem Video besonders interessiert. Und jetzt geht es auch schon weiter mit der nächsten App. Nächste App, die wir jetzt hier haben zum Geld verdienen, ist die App Claim Cash, Make Money Playing Games. Und ja, die App ist extrem unbekannt noch derzeit, hat gerade mal 1000 Downloads bzw. ein bisschen mehr, ist ab 0 Jahren freigegeben und hier wird man eben dafür bezahlt, dass man eben Spiele spielt. Und ja, wichtig ist natürlich zu sagen, auch mit so einer App hier wird man jetzt nicht reich, aber ich wollte euch hier eben auf den neuesten Stand halten. Und wenn euch solche Handyspiele und so weiter und so fort interessieren und ihr sowieso am Handy spielt, könnt ihr euch ja diese App runterladen und dann hier beim Spielen noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Wie gesagt, auch hier der Hinweis, wenn ihr mehr Videos zu dieser App hier haben wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, falls ihr noch eine weitere App kennt, die ich jetzt in diesem Video noch nicht vorgestellt habe, schreibt das Ganze gerne rein. Dann kann ich dazu auch mal ein Video in Zukunft machen. So, die nächste App, die wir jetzt hier haben, hat auch ein recht interessantes Konzept, wie ich finde, und zwar die App Geld verdienen, ja und nein. Und ja, die App ist ja auch recht unbekannt, beziehungsweise eigentlich sehr unbekannt. Gerade mal 1000 Downloads. Und hier muss man auch wieder Fragen beantworten, aber indem man ja oder nein Fragen eben beantwortet, wie die App auch, wie der Name der App quasi auch schon sagt. Und ja, dann kann man hier wieder Punkte sammeln und wird dafür dann eben dann bezahlt, beziehungsweise kann die Punkte dann eben auszahlen lassen. Und ja, ist im Prinzip ein bisschen ein kleiner Unterschied zu den normalen Umfrage-Apps ist eben, dass man hier hauptsächlich Ja- und Nein-Fragen hat. Aber ansonsten ist das ganze Konzept eigentlich ähnlich. Und deswegen, ja, könnt ihr gerne reinschreiben, ob ich dazu auch mal ein Video, ein ausführlicheres Video machen soll. Ganz wichtiger Hinweis noch, gerade bei den Umfrage-Apps kommt immer mal wieder die Frage auf. Ich hatte ja auch schon Videos zu anderen Apps gemacht. Da kommt immer wieder die Frage auf, okay, was kann ich denn machen, wenn ich gesperrt werde? Und da kann ich nur sagen, ihr solltet erst gar nicht gesperrt werden. Das kann meistens daran liegen, dass man zu schnell antwortet, einfach willkürlich irgendwas anklickt. Das ist immer sehr schlecht, weil dann gibt es meistens auch den Fall, dass die App quasi ja, so gesehen erkennt, dass man gar nicht wirklich richtig antwortet, sondern dass man quasi schon als Bot fast gewertet wird, wenn man willkürlich irgendwas anklickt. Deswegen sollte man wirklich aufpassen, dass man nicht zu schnell irgendwas willkürlich antippt, sondern wirklich ein paar Sekunden zwischen den Antworten Zeit lassen und wirklich auch in der, natürlich im besten Fall die Fragen auch wirklich durchlesen. Und dann sollte eigentlich nichts passieren. Und wichtig ist natürlich auch, gerade ja, wenn ihr die Apps habt, lest nochmal genau durch, ob die Umfrage zum Beispiel auch überhaupt für euch geeignet ist. Wenn ihr jetzt eine Umfrage zum Thema Sport habt, aber ihr gar nicht sportlich seid oder gar nicht sportlich interessiert seid oder eine Umfrage zum Thema Haustiere habt
und ihr jetzt selbst gar kein Haustier habt, dann macht es natürlich gar keinen Sinn für euch, die Umfrage zu beantworten. Deswegen schaut da immer genau vorher, ob die Umfrage wirklich zu euch auch passt. So, die nächste App, die wir haben, ist Bright Cash Make Money Playing Games. Und auch hier ist der Name wieder Programm. Und zwar wird man hier wieder fürs Spielespielen bezahlt. Diese App hat tatsächlich schon über 10.000 Downloads, also schon ein bisschen mehr als die anderen Apps teilweise. Und ja, hier hat man wieder Bonuspunkte bzw. Punkte innerhalb der App und kann sich das Ganze dann auszahlen lassen. Und ja, hier hat man beispielsweise solche verschiedenen Aufgaben, muss ein Quiz erledigen, muss teilweise Mathe Aufgaben erledigen. Das heißt, man kann sich hier sogar noch ein bisschen mathematisch weiterbilden, wenn man daran interessiert ist. Und ja, ist auch wieder ein Konzept, was eigentlich schon recht bekannt ist, aber es werden wahrscheinlich immer wieder neue Umfrage-Apps rauskommen, immer wieder neue ja, Geldverdien-Apps, in denen man Spiele spielt, rauskommen und so weiter und so fort. Das Konzept ist bei den meisten Apps sehr ähnlich, nur die Bezahlung ist natürlich sehr unterschiedlich. Wichtige Faktoren sind natürlich immer, wie kann man auszahlen? Kann man nur per Gutschein auszahlen? Kann man wirklich als echtes Bargeld bzw. PayPal-Guthaben auszahlen lassen? Das sind eben wichtige Faktoren. Die nächste App, die wir haben, ist Earn Money Online, Play and Earn Money von der Firma DevelopperSoft. Und die App hat mittlerweile über 5000 Downloads, also auch nicht wirklich viele, ist ab 0 Jahren freigegeben. Und hier muss man auch wieder verschiedene Aufgaben erfüllen, beispielsweise auch ein paar Spiele erledigen. Hier zum Beispiel so ein Ballonspiel. Jetzt nichts unbedingt Spektakuläres, aber eben für nebenbei, denke ich mal, ganz gut. Und ja, hier kann man sich das Ganze dann auch wieder, wie es auch bei anderen Apps oft der Fall ist, als Amazon-Geschenkkarte oder auch hier als Google Play-Guthaben oder als eben PayPal-Guthaben dann auszahlen lassen. Wichtig ist dabei immer zu sagen, man muss immer natürlich schauen, wie viele Punkte man für die Auszahlung braucht. Als Beispiel hier braucht man 20 von, beziehungsweise 200 von diesen Punkten hier für die Amazon-Karte und eben hier beispielsweise 500 hier für diese Karte oder eben 200 für die PayPal-Auszahlung von einem Dollar. Und ja, das Ganze muss man sich dann immer durchrechnen und zum Beispiel, wenn man hier dann für eine Aufgabe zum Beispiel 400 von den Punkten bekommt, ihr seht hier dann schon direkt, 200 entsprechen einem Dollar, hättet ihr bei 400 dann 2 Dollar und so könnt ihr euch immer dann genau zusammenrechnen, wie viel Geld ihr jetzt für eine Aufgabe bekommt. Und ja, wichtig, das Ganze wird euch jetzt nicht reich oder so machen, sondern ist eher nur dafür gedacht, dass man das Ganze eben nebenbei macht. So, und die letzte App, die wir hier haben, die ist wirklich extrem unbekannt, also gerade mal 100 Downloads. Und ja, und zwar hier soll man bei der App wohl Videos gucken können und dafür bezahlt werden. Die App heißt ja auch Watch Video und Earn Money. Ja, bin ich mal gespannt, ob das Ganze wirklich tatsächlich so funktioniert. Und zwar auf den ersten Blick sieht es ja wohl so aus, dass man hier Videos gucken kann und sich dann dafür eben Bonuspunkte verdienen kann und die Bonuspunkte dann eben auszahlen lassen kann. Ja, wichtig ist natürlich, wenn man hier solche Apps hat, die gerade mal 100 Downloads haben, da wäre ich erstmal vorsichtig, ob das Ganze wirklich funktioniert. Ja, ich kann das Ganze gerne mal testen, wenn ihr das sehen wollt. Ansonsten, ja, war es das soweit hier mit diesen Apps. Wie gesagt, falls ihr noch weitere Apps kennt, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, Leute, das war es soweit mit diesen 6 neuen Apps. Schreibt mir gerne rein, zu welcher App ihr noch mehr wissen wollt und schreibt mir auch gerne rein, ob ihr noch weitere Apps kennt, zu denen ich mal ein Video machen soll. Ansonsten wünsche ich euch natürlich alles Gute, viel Spaß beim Geldverdienen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.